Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Zuerst einmal Herr Hartmann. Sie hatten gesagt, es gibt die betriebswirtschaftlichen Gründe, die Verkehrsgründe, dann ist noch die Umwelt eingefallen, sind den sozialen Aspekt beim Nahverkehr vergessen. Aber wundert mich bei der SPD ja auch nicht unbedingt. Tut mir leid, bei dem Thema ist der soziale Aspekt ziemlich wichtig. Stimmt. Aber und vor ziemlich genau einem Jahr saß ich selber oben auf der Tribüne. Auch damals ging es um die Liniennetzreform. Damals stand ich selber vor dem Stadtverordnetensaal und habe Briefe verteilt mit dem Appell, dass doch nicht an unserer Mobilität gespart werden soll. Auch damals wurde versucht, das Thema aus dem Kommunalwahlkampf herauszuhalten, mit dem Verweis auf die kommende Überarbeitung und indem man der KVG den schwarzen Peter zugeschoben hat. Ist das damals oben und war auch ziemlich überrascht bei der Debatte. Von da oben hat man ja auch einen ganz guten Blick, wer dann auf seinem Zettel gerade bei Zalando shoppt, aber ich will jetzt auch keine Namen nennen. Hat sich vielleicht ja auch inzwischen ein bisschen geändert. Heute jedenfalls stehe ich hier unten und auch das dachte ich damals nicht, kann also ganz schnell gehen. Und werde bei dem Thema auch tatsächlich nicht nachgeben, immer wieder zu betonen, der ÖPNV in Kassel muss ausgebaut werden, dringend. Es kann nicht sein, dass immer noch Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwägen stehen gelassen werden, weil der Bus voll ist. Wir brauchen eine höhere Taktung, wir brauchen da mehr Busse, das ist keine Frage des Geldes oder der Betriebswirtschaft. Das ist außer eine Frage von Prinzipien, da hatten wir halt vielleicht nicht die gleiche. Es wurde in der Diskussion öfter ja auch mal gesagt, dass ein richtiger Ausbau erst möglich ist, wenn man eine grundlegende Umstrukturierung des Netzes hat. Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist auch notwendig. Aber was ich nicht glaube und was ich nicht für glaubwürdig halte, ist, dass man den Ausbau damit einleitet, indem man erstmal kürzt. Da ist keine Logik drin. Wenn man sich mal anguckt oder wenn ich Ihnen was verraten kann, vielleicht ist es ja auch ein bisschen betriebswirtschaftlich, wenn man einen richtigen Ausbau macht, dann wird es auch was kosten. Dann wird man ja mehr Fahrer brauchen, auch günstigere Tickets werden erstmal etwas kosten. Die werden wir brauchen und dadurch, dass mehr Menschen auf den Bus und auf die Bahn umsteigen, hat man auch einen Beitrag zur Luftreinhaltung geleistet. Dadurch sinkt auch die Verkehrsbelastung, dadurch steigt die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, weil sie für alle möglich wird. Kurz, trotz dieser Kosten sind mehr Busse am Ende ein Gewinn für alle. Ich weiß, viele von Ihnen sind in der Debatte langsam müde. Mir geht es manchmal ja auch so. Es liegt, ich hätte das Thema auch gerne durch. Ich würde gerne irgendwie nach vorne kommen, konstruktiv und wirklich zu einem Nahverkehr und nicht immer nur diese Verzögerungstaktiken, die ich auch heute wieder beobachte. Ich finde, der Zusammenhang zwischen dem FDP-Antrag und dem Regiotram und der Liniennetzreform ist nicht wirklich so direkt gegeben. Das, meiner Meinung nach ist es nur gemacht worden, damit es irgendwie das eine Thema das andere überschattet und damit das Jahr heute dran kommt und nicht im Februar. Genauso auch das Verhalten bei der Bürgerversammlung. Und ganz ehrlich, wenn es hier irgendwie um Neutralität geht, dass man die Bürgerversammlung nicht der Bürgermeisterwahl hat, dann würde ich dringend raten, bei so einer knappen Abstimmung wie heute, wo man wirklich so ganz knapp an den zwei Dritteln vorbei ist, weil Mitglieder von den antragstellenden Fraktionen nicht da sind, dass man, das ist ein Votum von Stadtverordneten und dann kann man auch so ein Votum mitnehmen. Das Gute ist ja gesagt worden, Bürgerversammlung, man braucht keinen Beschluss, die Stadtverordnetenvorsteherin kann gemeinsam mit dem Magistraten einen Termin nennen. Aber dafür wollte ich jetzt eigentlich ganz viel. Jedenfalls gibt es eine Überarbeitung, es gibt aber keine Vorlage, es gibt immer noch keine Zufriedenheit damit. Aber um es trotzdem nochmal mit ganz sachlichen Argumenten zu versuchen, was sieht man denn eigentlich bei der Eingabe von den Umweltverbänden? Das ist ja auch schon genannt worden. Statt dass hier auf diese Verzögerungsstrategie mit Resignation reagiert worden ist, dass irgendwie der Kopf in den Sand gesteckt worden ist und man sich denkt, lasst uns doch in Ruhe, ist sich hier nochmal zusammengesetzt worden. Es sind ganz konkrete Punkte ausgearbeitet worden, mit wie die Netzreform nochmal verbessert werden kann. Die KVG hat sich das auch angeguckt, hat auch eine Stellungnahme abgegeben, dass das Netz dadurch attraktiver werden würde bei entsprechender Finanzierung. Man hat eine Abwägung, wir haben auch als Fraktion auch über die Stadt und dafür bin ich auch wirklich dankbar, dass wir da auch konkrete Antworten erhalten haben, dass wir auch durchrechnen lassen. Wenn diese Punkte aus den Eingaben übernommen werden würden, dann wäre man mit einer Null draus und das wäre keine Kürzung mehr, sondern hätte die Verbesserung drinnen. Das sind ganz konkrete Sachen, das ist alles durchgerechnet, die Sachen liegen da, wir müssen nur noch zustimmen eigentlich. Ja, deswegen da auch nochmal vielen Dank an die Umweltverbände, dass die da wirklich machen.
es hinkriegen, da wirklich ganz in den Themen entlang sich zu orientieren. Meine Zeit ist alt, dann melde ich mich nochmal. Aber stimmen Sie zu?